Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück auf der IRS Eichelkäse. Wir spielen noch einmal FTL Faster Than Light mit dem Soltenkreuzer. Und wir sind im letzten Sektor bestens vorbereitet, um den Endboss wegzuhauen. Und ja, wir sind also wirklich bestens vorbereitet. Wir haben eine krasse Ausrüstung. Und ach, das da gefällt mir überhaupt nicht, denn die Repair Station sind so weit weg und der Boss wird gleich hier diese Repair Station anfliegen und dann können wir die nicht mehr benutzen. Okay, gucken wir es uns mal an. Wir fliegen jetzt erstmal, wir jumpen erstmal ein bisschen rum, gucken mal, was wir machen können. Da will ich eigentlich nicht gegen kämpfen. Also man kriegt eine Menge Scrap, wenn man in dieser Stufe im letzten Stage kämpft. Die Schiffskämpfe hier bringen unglaublich viel. Der Firebeam zieht überhaupt keinen einzigen Punkt Hülle ab. Das ist schon übel. Oh, da ist ein Store. Das geht ab. Okay, den fliegen wir mal an. Dann brauchen wir vielleicht auch gar nicht zur Repair Station zu fliegen. Denn wir verkaufen erstmal Zeug. Stealth Weapons. Also den Helmet Beam verkaufen wir mal. Die Frage ist jetzt, brauchen wir den Healing Burst? Bei der Firebomb muss ich jetzt sagen, ich weiß nicht genau, ob wir die einsetzen sollen, denn es kann, das ist ja schon eine recht verheerende Waffe. Und wenn man die Firebomb einsetzt, in der ersten Stage ist sie aber schon geil, weil man halt, man kann halt die Medbay gut ausschalten, Feuer drin verursachen, mit den Felsenmenschen rein teleportieren und da kriegt man halt schon was auf den Appel. Firebomb und Healing Burst vielleicht in Kombination? Sollen wir dann die Raketen-Only spielen? In der Stage 1 und danach dann auf die anderen Sachen wechseln? Also wir brauchen halt auf jeden Fall noch Raketen. Und ich würde sagen, die nehmen wir mal dankend mit. So. Wir können nur unsere Waffensysteme einmal upgraden. Aber zeig mir das mal kurz. Ja, wir haben momentan nur 3 Punkte, ne? Ist schon ein bisschen wenig. Wie viel brauchen wir denn hier? 6. Na, 4 sind schon nicht schlecht. Wie viel brauchen wir hier? 6. Ja, 4 sind schon nicht schlecht. Mal wieder der gleiche Quatsch. Ja, die Halbmesser bringt halt viel Punkte. Also in der Regel spiele ich ja immer ohne Healing Burst. Meistens klappt es halt auch ohne. So, der nächste kostet 50. Aber da kriege ich nur 20 für. Das ist irgendwie kacke. Okay. Also 50 Kröten hätte ich gerne noch, um ein einziges System-Upgrade noch zu kaufen. Wir können hier die 2 Beacons anfliegen, dann hier hoch. Wir haben 15 Raketen und danach fliegen wir zur Repair Station. Versuchen wir es mal so rum. Wenn wir jetzt nicht nur auf Automated Chips treffen, können wir sogar was reißen. Okay, hier gibt es nichts. Und hier. Okay, versuchen wir das. Das ist eine Small Bomb. Das ist eine Ionenbombe. Die will ich nicht, dass die mich trifft. So. Das Feuer macht hoffentlich noch einen Schaden an sein Waffensystem, will ich hoffen.
Oh, du Atzler. Das ist ja so ein Atzler, wirklich. Wie viel Power hat er für seine Waffensysteme? Ja, es war klar. Das war so klar. Ich hasse dieses Schiff. Haha, jetzt habe ich deine Tarnvorrichtung am Sack. Nee, warte mal, das klingt komisch. Jetzt habe ich deine Tarnvorrichtung in den Sack getreten. Sagen wir es so rum. Okay. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Jetzt haben wir schon immerhin mal 5 Punkte, ne? Könnten jetzt also auf den Heavy Laser verzichten, dafür den Hull Smasher Laser nehmen, ne? Ja, das ist gar nicht so verkehrt. Für die zweite Stage halt auf jeden Fall. Für die erste brauchen wir es, glaube ich, noch nicht. Ich würde echt sagen, wir machen für die erste Stage machen wir mehr oder weniger Missile Only oder irgendwie sowas. Nee, warte mal. Nee, das bringt auch nichts. Wenn wir Missile Only machen, dann können wir die Firebomb nicht benutzen. Weil wir müssen das Schiff runterschießen, bevor das Schiff halt komplett in Flammen aufgegangen ist. Healing Burst ist eher passiv, ne? Dann machen wir es folgendermaßen. Fire Chance Low, Breach Chance Low. Fire Chance Low, Breach Chance Low. Immerhin haben wir mal diese Funktion. Okay, wir machen es so. Wir nehmen die Firebomb raus. Und benutzen dann halt den Healing Burst als passives System, um unsere Crew zu heilen. Das klingt für mich irgendwie ein bisschen besser. Wir versuchen es mal so rum. Ich hab's, glaube ich, noch nicht so versucht bisher, aber ich denke, das müsste eigentlich gehen. So, wir müssen die Lito laden. Ne, am Anfang müssen wir noch gar nichts laden. Am Anfang brauchen wir vor allen Dingen Evade gegen die erste Raketensalve. Und am Anfang brauchen wir auch auf jeden Fall unsere Mantis. Können auch noch hier hin, aber ich weiß nicht, wohin er danach jumpt. Scheiße. Ja, die Repair Station ist danach weg. Kacke. Okay. Ja, ich weiß. Immerhin haben wir unseren Sultan-Schild und eine Tarnvorrichtung, das ist doch ganz gut. Das ist der wenigen Male, dass ich hier gegen den Endboss ohne ein Drohnensystem kämpfe. Boah, wir tarnen uns mal. Ich will nicht, dass der Ionenblaster von ihm trifft. Der ist relativ stark, also man sollte ihn nicht unterschätzen. So können wir halt auf jeden Fall hingehen und mal sein Schiff komplett zerlegen, zumindest seine Waffensysteme. Holen wir mal die Burschens wieder. Gut. Sehr schön. 55% Evade ist halt schon pervers, muss man sagen. Ja, ihr heilt euch jetzt mal gerade. Den Cloak brauchen wir nicht mehr.
Halt, Moment. Genau. Mal hier runter. José ist schon geheilt. Cool. Und dann brauchen wir mal den Evade gerade ein bisschen runter. Also, was brauchen wir? Healing Burst, Hull Missile und Lito. Die nehmen wir mal. Das Autofall machen wir mal ganz fix aus. Okay. Der erste Transport ist schon mal fertig. Ich würde vorschlagen, die Türensysteme anzugreifen. Warte mal, du gehst mal hier hin. Ich habe das sowieso gerade alles falsch gemacht. Okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das gefällt mir. Kann er erstmal versuchen, da seinen Höhlenbruch zu reparieren. Oh nein, echt jetzt? Kein Scheiß. Das Ding kann man abfeuern, auch wenn er noch getarnt ist. Das ist echt blöd. Hol mir die Mantis zurück, bevor ich da einen verliere. Obwohl, den können wir eigentlich behalten. Die Lito und die Halmesserle brauchen wir schon gar nicht mehr. Es ist gut gelaufen. Tausch mal gerade Position, dann kannst du gegen den kämpfen. Greif mal das Teil an. Jetzt bist du dran. Also ich meine, er hat 0% Evade. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, er hat 0% Evade. Schon alle Gold-Skills, das ist ja super. So, nehmen wir das noch auseinander und dann ist gut. Ich habe mal ein Video von einem gesehen, der hat auf die Art und Weise eine No-Weapons-Challenge gemacht, also nur mit Teleporter, nur durch den Einsatz seiner Crew, hat also beispielsweise den Typen dann getötet. Und immer gewartet, dass sich dann die Systeme des Endbosses wieder reparieren. Und hat dann wieder an Bord gebeamt und das war schon ziemlich fett. Hat das mit dem Crystal Cruiser gespielt. Da kann man es aber auch ein bisschen besser machen. Denn die Besatzung des Crystal Cruisers, diese Kristallwesen, die haben ja so eine besondere Fähigkeit. Dieser Lockdown, wo die sich mit anderen Crewmitgliedern in einem Raum einsperren können. Und das ist halt optimal, wenn man einen fetten Teleporter hat. Um dann hinzugehen und sich in die Medbay zu teleportieren.
dort dann den Lockdown zu aktivieren. Dann kommen die Leute nicht mehr in die Medbay rein und nicht mehr raus. Und da kann man dann schon viel Unheil mit anrichten, wenn man das so macht. Also man kann dann erstmal die Medbay gemütlich ausschalten und man benutzt dann immer die Lockdown-Fertigkeit von einem, dann wartet man auf den Cooldown, benutzt sie wieder von dem anderen. Also wenn man da vier Leute drin hat, dann kann man so die komplette Besatzung wunderbar auseinandernehmen. Das geht sehr gut. Irgendwann werde ich ja auch mal das Crystal Ship spielen. Ach schade, jetzt fehlt mir ein ganz kleines bisschen Kohle, damit ich noch mein Waffensystem upgraden könnte. Aber ich würde sagen, wir sparen das jetzt mal ausnahmsweise. Normalerweise gebe ich das ja immer aus, aber wir sparen es jetzt mal noch. So, die Hull-Missile nehmen wir mal. Oder nehmen wir den Healing Burst? Ich glaube, den könnten wir noch ganz sinnvoll auf dem eigenen Schiff einsetzen. Gut. Okay, er jumpt da runter. Ja, jumpen wir hinterher. Ja, mach mal zart hier. Das ist echt. Du gehst erstmal hier hin und machst mir die Raketensysteme platt. Lass mich mal kurz überlegen. Ich meine, er hat ja diese. Ach, warte mal, er kann aber nicht mit der. Er kann aber keine Boarding Drone benutzen gegen uns, ne? Denn wir haben ja momentan noch unseren Sultan-Schild. Wenn ich richtig informiert bin. Ich weiß nicht, ob das. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber ich vermute es jetzt mal. Jetzt hat er gerade eine Boarding Drone aktiviert, das habe ich gehört. Dann machen wir Folgendes. Nee, ich will noch nicht den. Will ich den Cloak jetzt aktivieren? Ich könnte jetzt den Cloak aktivieren und diese Boarding Drone dafür dann ausschalten. Ach komm, mach's erstmal so. Ja, Sensorenraum ist jetzt nicht so wichtig. So, dann haben wir die Boarding Drone schon mal ausgeschaltet. Dann geht ihr jetzt hier rüber. Und dann teleportierst du dich mal. Zwei Punkte sind, glaube ich, besser. Teleportierst du dich mal hier hin. So, was sind's für Drohnen? Überwiegend Beam-Drones. Mach Autofeuer bitte aus. Das ist doch scheiße. Warum war das überhaupt an? Ich weiß es nicht mehr. Aber okay, zerlegen wir jetzt ein Schiff. Die Mantis ist noch mit dazu. So, dann machen wir nochmal das Drohnensystem komplett. Fritte. Na, den kannst du mal anlassen. Und ihr kümmert euch jetzt um die Schilde. Ach komm, ich bin zu faul. Einfach nur, um jetzt mal unsinnigen Stress zu vermeiden. So, sind die Schilde bald mal unten. Gut. Dann kämpft immer gerade gegen den und ich schieße mir mal hier oben rein. Hatte Fallout noch eine Erfahrung gekriegt? Oh ja, doch. Ja. Hat sich gut gemacht, der Knabe.
So, du gehst jetzt mal bitte in die Med Bay. Teleporter brauchen wir jetzt nicht mehr. Gut, sehr schön. 22 Scrap hat es nochmal gegeben. Naja, langt nicht. Okay, und danach kommen wir jetzt gegen den Sultan-Schild. Ich hätte aber gerne doch noch irgendwie einen Punkt hätte ich gerne noch. Also so einen Punkt in den Waffensystemen. Kann ich mal hier die Beacons anfliegen? Der fliegt ja wieder zurück, der Assi. 1, 2, 3. Ja, wenn ich Pech habe, haut er mir ab. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Moment mal, da habe ich ja die Medbay ausgemacht. Das ist ja Quatsch. Jetzt können wir sie ausmachen. Ach, wir schauen mal. Wir haben 4 Runden Zeit, bis er in Reichweite der Föderation-Basis kommt. Wir gucken mal. Ich würde gerne noch so einen kleinen Kampf machen. Ja, also. Der wird sich doch bestimmt bei mir an Bord teleportieren oder so, wenn ich hier... Gedöns, ne? Ihr wisst, was ich meine. Oder auch nicht, aber... ja, geh du nochmal hier rüber. Dann machen wir mal unsere Boarding Crew nochmal klar. Gehen wir in den Antriebsraum. Genau, den Healing Burst könnten wir mal gerade powern. Autofeuer machen wir aus. Gehen wir hier hin und verkürzen mal die Ladezeit. Cool. Genau, nimm mal die Schilde auseinander. So, da gab es jetzt noch ein bisschen Scrap und das ist genau das, was ich haben wollte. Ja, ich würde trotzdem gerne die Crew heilen, komplett nochmal. Entschuldigung, dass es nochmal ein bisschen länger dauert, aber ich will doch gerne mit voller Bewaffnung, also auch noch mit dem Heavy Laser Mark I, gegen das Rebellenflaggschiff antreten. Fliegt zum Store, wenn ich das richtig sehe. Genau, das ist dann die letzte Phase. Ich muss nochmal gerade schauen. Ja, ne, da ist alles so weit drin. Healing Burst brauchen wir, glaube ich, nicht. Firebomb, weiß ich gar nicht. Ach, wir können mal die Firebomb benutzen. Das ist bestimmt lustig. Na, wobei, so lustig ist es jetzt, glaube ich, auch nicht. Nee, ist in Ordnung so, die Hull Missile, irgendwas, was halt Schaden macht.
Ich glaube ja jetzt nicht, dass er... ich glaube ja jetzt nicht, dass er irgendwas gegen uns ins Feld führen kann, was uns wirklich gefährlich wird. Insofern fangen wir das Schiff jetzt ab und dann haben wir es auch mit dem Sultan Cruiser geschafft im ersten Let's Play Anlauf. Ich habe das natürlich schon ein paar Mal mit dem Sultan Cruiser gespielt, aber so gut geklappt wie heute hat es bisher noch nicht. Das nur nochmal an der Stelle. Okay, machen wir mal Autofeuer. Ich weiß nicht, ich glaube die Raketen da, die kann man schlucken. Oh, alle drei getroffen, echt? Ich hätte... Nee, wobei ich brauche den Sultan-Schild nicht mehr so dringend. Ich habe hier noch meinen Cloak. So, dann machen wir das mal ganz kurz alles aus. Genau, mach das doch mal runter und so. Halt diesen doofen Raketenwerfer mal aus. Oh, tatsächlich ein Höhlenschaden dabei. Fett. Bin ich jetzt selber ein bisschen überrascht. Selbst, Entschuldigung. So, jetzt können wir das Autofeuer anmachen. Zack. Einen einzigen Schaden haben wir genommen gegen den Endboss. Ich bin begeistert, aber dieser eine Schaden war auch purer Zufall. Die IRS Eichelkäse mit Tille, der Struppi, Warwick, Fallout 84, José, Vincent, Magma, King und Cabin. Ich freue mich, dass ihr alle dabei wart. Was haben wir denn jetzt so gekriegt? 4431 Punkte, zeigen wir mal die Stats. Das ist immerhin der höchste Punktbonus, den ich bisher bekommen habe für dieses Schiff. Aber für die Topscore hat es nicht gereicht. Da ist immer noch die Fleischpeitsche auf Rang 1, gefolgt von der Lahmarsch. Ja, da müssen wir gucken, dass wir die zwei regulären Namen hier noch rausbekommen. Genau, zeig's mir nochmal. Also, was haben wir denn jetzt hier gehabt? Session Stats. 36 Schiffe besiegt. 96 Beacons erkundet. 1865 Scrap Collected und 10 Crewmember angeworben. Wobei das jetzt natürlich, je weniger, desto besser, finde ich, eigentlich ist. Okay. Dann war's das. Wir haben ein Achievement freigeschaltet, Shields Holding, und zwar auf Normal. Die anderen haben wir alle nur auf Easy. Was man da bis Sektor 5 kommen, ohne den Reaktor des Sultan Cruisers zu upgraden. Ja, aber das ist ja Quatsch. Ich weiß auch nicht. Also man schafft das ohne Probleme, ne? Ich denke auch, man schafft es auf Normal ohne Probleme, aber das muss man dann halt gezielt irgendwie angehen. Okay, Leute, ich freue mich, dass ihr dabei wart. Das nächste Mal, wenn wir zocken, geht's mit dem Typ B weiter und das wird eine Spur härter werden, denn das Ding hat überhaupt keine Schilde, die wir am Anfang einsetzen können und der erste Shieldbar kostet 100 Scrap, sage und schreibe 100 Scrap. Da brauchen wir ein bisschen mehr Glück als mit der Adjudicator, die wir dann hatten, ja. Danach kommt der Mantis Cruiser, der Schneckenkreuzer und dann der Crystal Cruiser. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dann wünsche ich euch alles Gute, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!